Hi und herzlich willkommen zu meinem Pokémon Let's Play Diamant. Und wir sind hier in dem Restaurant. Wir wollten zum See der Kühnheit, da haben sie gesagt, nee, geht nicht. Du kommst hier nicht rein. Dann wollten wir nach Sonnenweg, da hat gesagt, nee, du kommst hier nicht lang. Wir haben Stromausfall, geht nicht. Und jetzt sind wir hier in der kleinen Stadt. Ich muss es meinem Vater lassen. Die Vorspeise ist einfach köstlich. Möchtest du vielleicht kämpfen? Natürlich, ich schlage keine Herausforderung aus. Und wir machen hier gerade Doppelkämpfe. Wir sind in diesem Restaurant und machen erstmal schön Doppelkämpfe. Schnösel rum. Roman? Mogelbaum! Und Mobile. Beides, soweit ich weiß, steil. Und ich kann leider. Ja, ich könnte Dings auswechseln. Erstmal macht er hier so und so. Und dann macht er so und so. Auf Hertha ist immer Verlass. Ich glaube, du wiegst mehr. Dich wechseln wir aus mit Controller. Weil der kann dann eine Wasserattacke machen, dann sind sie auch weg. Aber ich glaube, Strauchler müsste eigentlich schon. Ja, mein Gott. Einer von den beiden hatte doch zwei Pokémon. Mal gucken. Ken, Hertha. Hertha erreicht Level 33. Juhu. Ja. Knirscher. Doch, das ist geil. Ja, eine Attacke vergessen. Knirscher. Was machst du nochmal? Ach. Schüttruf. Komm. Das können wir vergessen. Jetzt hat denn Hertha zwei Elektroattacken und zwei Unlichtattacken. Was nicht schlecht ist. Kann man alles gebrauchen. Steinwurf. Tut das dolle? Nö. Ach, tut ja gar nicht weh. Ich habe jetzt gedacht, da kommt sonst was. Blubstrahl. Aber ich glaube, Ken ist schneller, ne? Ja, so klar. Ja, der Controller ist nicht so der schnellste, muss ich sagen, ne? Aber was soll's. Das ist sehr effektiv. Und Ken ist wieder voll aufgepumpt. Aber einer müsste doch noch. Einer geht noch. Ich habe doch gesehen, dass drei da waren. Pichu. Die hatten Stein-Pokémon und jetzt kommt noch ein Pichu. Oh, ich finde Pichu so toll, ne? Ohne Scheiß. Ich will auch ein Pichu. Ich hätte so ganz gerne, ohne Scheiß, so ein Plüschtier-Pichu. Weil ich den so niedlich finde. Ja, gut. Seit der Ken sich weiterentwickelt hat, ne? Hat der sich aber auch so zu so einem richtigen Rampensau entwickelt, so. Der macht jetzt auch mal alles fertig. Hey, hey. Ich hätte es nie für Möglichkeiten, im Vaters Restaurant zu verlieren. Wie konnte ich nur im Restaurant. Ach, das sind Geschwister. Ich habe gedacht, das wäre jetzt so. Hey, Hertha entwickelt sich. Nichts drücken. Und Hertha digitiert zu. Ich glaube, das ist davor, hat mir besser gefallen. Glückwunsch. So, nun können wir unser Essen ohne Unterbrechung genießen. Wenn ich ehrlich sein soll, hat es mir irgendwie vorher besser gefallen. Aber 101, ne? Ohne Scheiß. Also manchmal, ne, wenn die sich so weiterentwickeln, dann werden sie aber auch. Bericht. Elektro-Flinkklaue, zaghaft, irgendwie eitel ist alles. Ist auch gut, wenn er alles ist. Angriff. Ja, sieht doch gut aus. Knirscher, Dings, Dings. Das Ei macht ja nichts. Was sagt ein Feuer? Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ah, gut, kann man nicht machen. Bericht. Der Eierprüfer erkennt man, kann es schon hören, bald wird es schlüpfen. Uhu. So, und jetzt noch das letzte Pärchen. Vielleicht kriege ich ja was. Der Chef hat es perfekt flambiert. Das reiche Aroma und der Geschmack erfüllen meinen Gaumen mit Freude. Du forderst uns mitten in unserem Hauptgang heraus.
Nun, du scheinst für dein Alter ein sehr hingebungsvoller Trainer zu sein. Kennt ihr das? Ich hasse das so, ne? Wenn man dann zu Hause sitzt, sich irgendeine Serie anguckt und da wird nur gegessen. Den kriegt man auch manchmal und ich finde das immer so ätzend. Starra Lili, ja. Schlappohr, okay. Ich überlege gerade, wen habe ich jetzt vorne? Super. Super. Okay, du machst Mega-Aufsauger auf den, du machst Blubstrahl auf den. Weil Ken wird gegen das Charalili zwar was ausrichten können, weil wir mehrere Level drüber sind, aber ich will trotzdem nicht. Rückkehr. Was soll's? Das Starra Lili will ich jetzt auf jeden Fall versuchen, irgendwo mit dem Controller hinzukriegen. Ha! Geht doch. Ja, das Schlappohr, glaube ich, das ist nicht ohne. Das kann gefährlich werden. Tut. Oh, noch so ein Flug-Pokémon. Ich mag ja die Weiterentwicklung von Hutut. Hutut. Ich weiß gar nicht, was das für eine Weiterentwicklung war. Mach mal Metallklau. Solange sie Schlappohr. Ist es drüber durch? Ja. Supi. Ken? Controller? Also einer von den beiden. Ah, okay. Controller geht noch ein Level. Wie viel braucht denn Ken? Verdammt nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Okay. Was ist das für eine Attacke? Eine Wasserattacke. Speziell hat der Gegner wegen mir. Das ist nicht schlecht. Wir versuchen es. Wir können es versuchen. Also es darf nur die Hälfte. Dann ist es doppelt. Ist jetzt nicht so das Problem. Weil wir werden gegen. Seht ihr? Jetzt könnte ich zum Beispiel, könnte ich doch. Dieses Lake-Ding mal ausprobieren. Sehr effektiv. Ja, ich merke das schon. Ah, Charmian. Ich probiere das gleich mal an Hutut aus. Aber vorher wird dann Charmian von Megasauger. Und du machst. Das müsste ja ungefähr die Hälfte. Also weniger als die Hälfte sein, ne? Bei Hutut. Weil er ist schon im gelben Bereich und. Ich sag euch, Ken, seit er echt sich weiterentwickelt hat, beherrscht er alles. Jetzt kennt er gar nichts mehr. Und er geht auch ein Level höher. Geht doch. Los. Oh. Okay. War doch was. Hutut. Hutut. Die haben jetzt aber nicht viel Erfahrung gegeben hier. Verloren, die Rechnung bitte. So jung und doch schon so stark. Äußerst beeindruckend. Dafür geben sie aber viel Knete. Ah, das Mal und der Kampf waren äußerst köstlich. Ja. Hutut, jetzt muss ich das mal wieder ein bisschen tauschen. Und so? Ja, so müsste es stimmen. Düt, düt. Krieg ich was? In unserem Gen. Echt jetzt? Ich krieg nichts? Wo sind wir überhaupt? Jetzt muss ich nochmal rausgehen. Dann wurde ja gerade angezeigt. So. Wo sind wir? Kühnheitsufer. Okay, wir sind immer noch da. Hier gibt es so viele Kraxler-Dinge, ne? Aber wir haben Krax. Wie? Oh mein Gott, Leute, guckt! Es schlüpft! Und es ist ein Vanira. Ich habe auch schon so den passenden Namen. Ungewollt.
verdammt! Ich hab ein L vergessen. Verdammt. Ich bin eine ganz einfache Seele. Meine Gitarre spricht für mich. Alles, was ich brauche, sind Musik und meine Pokémon. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Sieh mir in die Augen, ich werde deine Zukunft darin lehnen. Eine magische Begegnung steht an, aber ich kann nicht erkennen, ob sich das auf einen Pokémon oder einen Trainer bezieht. Wir sind reisende Straßenkünstler und da wir uns jetzt kennengelernt haben, schenken wir dir dies hier. Was ist es? TM92. Bizarro-Raum ist eine verrückte Attacke, die die Zeit verzerrt, setzte sie ein, wird für eine Weile das langsamste Pokémon zuerst angreifen. Bevor das schnellste angreifen kann, greift das langsamste Pokémon an. Wie du die Attacke einsetzt, bleibt natürlich dir als Trainer überlassen. Kann ich mich da reinlegen? Ja! Werden wir aber nicht benutzen und, verdammt nochmal. Oh, wirklich? Du bist ein Reisender? Ja, es ist immer gut, wenn man fremde Orte kennenlernt. Hast du schon mal etwas vom Raumfahrtzentrum in der Region Höhen gehört? Eine Rakete, die in den Himmel steigt. Einmal im Leben möchte ich das sehen. Okay. Ich will doch nur zum Pokémon Center. Gibt's hier kein Pokémon Center? Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool, als in mir. Das Meerwasser schmeckt salzig. Wie meine Tränen, die ich am Ende eines langen Urlaubs vergieße. Du sollst das Wasser auch nicht trinken. Du sollst doch kein Meerwasser trinken. Ciao, ich bin der Game Director. Du arbeitest daran, deinen Pokédex zu vervollständigen. Hab ich recht? Es ist schon klasse, dass du viele Pokémon treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn dein Pokédex Tonnen von Einträgen hat. Ich habe immerhin jetzt bestimmt 72. Ist das nix oder was? AP Plus. Super. Jetzt bin ich so voll enttäuscht von diesem scheiß Pokémon-Ei. Ich wollte keine Voniere. Will ich nicht, geh weg. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmernder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Was ist bei dir schiefgelaufen? Guten Tag, möchten Sie übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung. Da tut mir leid, denn wir sind komplett ausgebucht. Aber Sie dürfen sich gern hier für eine Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Okay. Ihre Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Denn halt kein Pokémon Center. Was soll's? Purpurstück. War, da gab's ja nicht mal so Leute, die das gesammelt haben. Muschen lang. Hehehe, ich kann auch kämpfen. Wieso hat denn so ein kleines Mädchen so ein Pokémon? Lass sie doch 6 Jahre alt sein oder so. Ja. Wie die fast. Ich verstehe das nicht. Wir mussten unseren Pokémon hart erarbeiten. Und die hat schon einfach so eins. Das ist so unfair. Ja komm, mach Dings. Im nächsten Pokémon Center haue ich das Furnier weg. Ich habe geguckt, das ist, ich habe ja schon vorher bei PokeWiki geguckt. Und das Ding kann nur Normalattacken. Und das ist nur ein Normal-Pokémon. Und ich habe darauf keinen Bock. Ich will kein Normal-Pokémon. Ich will etwas Spezielles. Ich will auch so ein kleines Psycho-Pokémon. Oder was haben wir denn noch? Geist-Pokémon haben wir auch noch, ne? Stimmt, wir haben Geist-Pokémon in der Pension. Geht's hier überhaupt lang? Ja! Deine Spuren im Sand? Komm her, Kind. Was willst du denn später mal werden? Ist der nicht schön? Ich mag meinen Schwimmreifen. Hm. So einen hat dann die kleine andere auch. Nur ein rosa. Oh, der hat gleich 3 Pokémon. Ja, der geht aber jetzt in die Vollen hier. Na gut, Level 19. Witzig. Wie süß. Das ist ja süß. Ein Level 19 Pokémon. Ach, damals, als meine Pokémon noch Level 19 waren. Waren sie auch noch so süß. Und jetzt sind das richtige Kampfschweine geworden. Weiter kämpfen. Auch wieder Level 19.
Haben wir nicht auch so ein Ding? Nee, Level 21. Ich bin der Meinung, wir hätten auch so ein Ding, oder? Blödödödö. Was? Barbie, findest du das in Ordnung? Findest du das in Ordnung? Ja, oh, ist verwirrt. Ja. Den tauschen wir. Nicht gegen einen Feuer-Pokémon. Gegen einen Pflanzen-Pokémon können wir gerne mal versuchen. Auch wenn Ken jetzt nicht so die super Attacken hat, ne? Weil, womit kann er angreifen? Mit Strauchler? Ne? Das funktioniert aber nur, wenn der Gegner halt schwerer ist. Und das weiß man ja nie. Und Megasauger. Aber Megasauger ist nicht so viel. Ja, das ist sehr effektiv. Ich weiß. Siegesang. Ken kriegt jetzt noch ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Weiterkämpfen. Und dann nochmal Strauchler. Aber eigentlich darf das ja nicht so viel abziehen. Aber es ist ja eine Pflanzenattacke und somit effektiv. Ein Volltreffer und dennoch effektiv. Ab und zu hat der Ken aber auch mal echt Schwein. Wir haben Planscher René besiegt. Ich konnte mich nicht so gut bewegen, da mein Schwimmreifen im Weg war. Genau! Boah, 80 Pokédollar, echt jetzt? Ich habe da so eine Überlegung. Wir hatten noch AP Plus, ne? AP. Was ist das hier überhaupt? Mega Block. Okay. Beeren, TMs, Pokebälle. Ich heb die maximale Anzahl einer Attacke. Okay. Haben wir sogar zweimal. Ich würde gern Mega Sauger. Und einsetzen. Und dann muss ich überlegen. Nee, dann lassen wir das erstmal. Nur bei Megasauger war es mir doch ein bisschen wichtig, dass es doch ein bisschen angehoben wird. Wo sind wir denn hier? Wir sind Angler. Was bist du? Schritt-Tritt-Haus. Fußabdrücke überall, okay. Es gibt da ein extravagantes Hotel an einem extravaganten Ort, worin sich ein extravagantes Restaurant befindet. Dieses extravagante Restaurant besuchen extravagante Leute, die sich für so extravagant halten, dass sie nicht allein kämpfen wollen. Okay. Wow, ich hatte den Fisch schon fast eingeholt. Heul doch. So, den machen wir noch. Eine Herausforderung. Oh Gott, der hat jetzt bestimmt dreimal Carpador. Müsste ich kommen. Carpador, Carpador. Obwohl Kappa so lame ist, ne? Aber da es sich ja den Garados entwickelt, ist es einfach nur echt ätzend, das Ding zu trainieren. Flügelschlag! Hau ihm deine Flügel um die Ohren. Los! Aha! Und die geben keine Erfahrungspunkte. Weiterkämpfen. Das ist ja nix. Beamobile? Nochmal Flügelschlag. Und nochmal. Ihr könnt nichts gegen meine Pokémon ausrichten. Garados. Doch, da wechseln wir mal. Jetzt kriegt Hertha seine Chance. Einmal Funkensprung und das ist sogar doppelt effektiv, weil Garados Wasserflug ist. Und der nichts gegen Elektro machen kann. Das ist super effektiv. Da könnte sogar Garados so, was weiß ich, Level 30 sein. Der wird das nicht aushalten. Ja. Jetzt haben sie beide Bedroher und vermindern den Angriff. Aber ich mache trotzdem Funkensprung. Und dann hat sich die Sache gegessen. Das ist doppelt effektiv. Effektiv gegen Wasser und Flug. Sag ich schon. Ja, können sogar Garados noch Level höher als wir sein. 1008. Und Garados ist so eine richtige EP-Bombe.
Okay, dann mache ich jetzt hier mal Schluss. Sage danke fürs Zuschauen. Ich habe auch im letzten Mal geguckt. Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit gehen muss. Ist nicht so, dass das Spiel langweilig ist, aber ich bin einfach nur müde ein bisschen kaputt. Auf jeden Fall, ich habe im letzten Part geguckt, wir sind jetzt Part 39. Das ist jetzt hier Part 39. Und wir sind echt noch nicht weit. Aber dennoch, danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.